Hallo Sturm der Liebe Fans. Das hier ist ein 360-Grad-Video. Das heißt, ihr könnt mit der Maus in das Video reinklicken und euch komplett umschauen. Ja? Mein Name ist Alexander Mills, ihr kennt mich wahrscheinlich. Ich spiele den William Newcomb und ich zeige euch jetzt mal das Set. Fangen wir bei der Lobby an. Hier sehen wir die Drehtür, über die wir meistens auftreten. Und schon sind wir in der Lobby. Wie ich schon meinte, könnt ihr euch komplett 360 Grad umschauen. Ihr könnt nach oben schauen. Ihr könnt euch die Theke anschauen. Da hinten geht es dann zur Pianobar. So, aber ich würde sagen, fangen wir hier vorne an der Theke an. Ah, das hier. Das sind die Pralinen, auf die Werner so steht. Ich würde die jetzt nicht probieren, weil die wahrscheinlich nicht mehr haltbar sind. Aber die waren bestimmt mal sehr lecker. Hier geht's ins Büro. Können wir auch mal reingehen. Tada! Werners Büro. Wenn ihr nach oben schaut, seht ihr die Hallendecke und die ganzen Lampen. Die werden dann immer für die Szenen eingerichtet. So, dann nehme ich euch mal wieder mit. In die Lobby und ich zeige euch, was da oben ist. Man sieht da ständig Leute nach oben und unten laufen. Jetzt werde ich das Geheimnis lüften, was sich hier oben befindet. Nichts. Aber ein paar Sitzecken. Der wunderbare Kamin. Ja. Da ist der Kamin. Ist natürlich niemals echtes Feuer drin. Da ist ein Bildschirm hinter. Hier haben wir den Aufzug. Und hinter dem Aufzug, ich halte euch mal hier rein, dann könnt ihr euch ein bisschen umschauen. Das ist quasi das Zentrum. Hier wird das ganze Licht gemacht, was ihr immer hinter den Fenstern seht, in jedem Raum. So, dann gehen wir ein bisschen weiter. Hier ist die Piano-Bar mit dem schönen Klavier. Auch hier ist wieder ein Kamin. Das ist quasi der gleiche Kamin, nur von der anderen Seite. Auch da ist ein Bildschirm drin, also kein echtes Feuer aus Brandschutzgründen. Ja, das wär's mit der. Warte, ich zeige euch mal hier hinter der Bar. So sieht's hinter einer Bar aus. Da haben wir die ganzen schönen Flaschen. Der Pastis 2007, ja, der gute alte Red Red. So, ich würde sagen, das war's mit der Bar und der Lobby vorne und wir machen gleich weiter im nächsten Raum.